So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Willi0815 und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute sitze ich mal in meinem Unboxing-Studio. Das habe ich mir eigentlich wieder hergerichtet. Da war ich mal eine Zeit lang und bin dann wieder nach unten gegangen in die Hauptzentrale bei mir, wo der Computer steht. Aber ich habe mir jetzt hier wieder was Neues eingerichtet, was ideal ist, um Unboxing zu machen. Heute habe ich euch was mitgebracht, was genau in diese Jahreszeit passt. Also wir sitzen wieder auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Und und dann wird auch gerne mal gegrillt zu dieser Jahreszeit. Wir haben heute den Severin Barbecue Artikel 8115. Der hat einen großen Vorteil, deswegen habe ich den auch ausgesucht, weil er innerhalb von 10 Minuten von 0 auf 300 Grad ist. Und die Hitze spielt ja auch immer gerade bei den Elektrogrills eine große Rolle. Und vor allen Dingen auch die Kontrolle über die Hitze, damit auch nichts anbrennt. Und dieser Grill hat es eigentlich auch in sich, aufgrund seiner Temperatur und seiner Schnelligkeit. Schnell sind auch mal ein paar Würstchen gegrillt bei diesem Grill. Welche Vorteile der Grill bietet, gegenüber natürlich Holzkohle. Man kann Holzkohle und Elektrogrill nicht miteinander vergleichen, weil das ist eigentlich immer noch, sind zwei Bereiche. Einige schwören auf die Holzkohle, auf diesen rauchigen Geschmack am Fleisch und muss brennen, muss glühen, muss eine Flamme haben. Das sind natürlich Erlebnisse für einige, die sind unverzichtbar für viele Griller. Und das ist auch für viele Griller die Ursprungsform vom Grillen. Also am offenen Feuer mit Kohle ist natürlich eine Sache für sich. Natürlich für die Leute, die es etwas cleaner haben wollen und vielleicht auch ein bisschen kontrollierter. Und noch ein Vorteil ist eben das schnelle Reinigen der Elektrogrills. Die verrußen nicht und wenn man es richtig bedient, so ein Elektrogrill, dann ist man mit der Reinigung also schnell fertig. Oder schnell mal in die Geschirrspülmaschine und die Ersatzteile sind auch alle sauber. Das muss jeder für sich selber wissen, was er gut findet. Also ich finde jetzt diese Variante auch ganz gut. Deshalb habe ich mir den jetzt mal gekauft. Und wir werden jetzt mal schauen, was in den Karton ist. So, wir packen ihn jetzt mal aus und schauen mal, was bekommen wir denn für 70 bis 80 Euro. Dann schauen wir mal auf den Karton. Also hier ist erstmal die Sache abgebildet. Ganz groß ist diese 300 Grad Geschichte hier von dem Grill. Der macht also schon eine gute Temperatur und es geht auch sehr schnell. Also hier ist auch nochmal ein Siegel. Die Top Innovatoren 2019 soll also auch ein innovativer Grill sein, eben durch diese 300 Grad. So, hier hat man also nochmal ein paar Zeichen. Hier ist also in 10 Minuten 300 Grad Quickstart. Dann haben wir Indoor-Outdoor, der ist also für draußen und für drinnen. Dann haben wir Safe Touch. Was das jetzt zu bedeuten hat, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Wenn wir so im Laufe des Videos noch drauf kommen. Und Eco-Friends, also wenig CO2. Drehen wir die ganze Kiste mal um. Und da sind also die Facts also nochmal beschrieben. Also Safe Touch, keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen. Dank Safe Touch Gehäuse. Die praktischen Griffe können auch während des Betriebes genutzt werden. Safe Touch ist also eine Einrichtung, dass man alle Gegenstände und den Grill also während des Betriebes, während den 300 Grad quasi auch anfassen kann. So sieht also die Rückseite aus. Hier sehen wir nochmal die Einzelteile, wie das Gerät jetzt quasi zusammengesetzt ist. Wir haben hier unten die Unterschale. Da sind die Griffe, diese Safe-Griffe, die also nicht heiß werden. Dann haben wir eine extra Schale, wo das Fett reintropfen kann. Das würde ich also auch immer empfehlen, mit Wasser zu betreiben, also da wenigstens mal so einen Liter Wasser rein oder einen halben Liter Wasser rein gießen, damit das Fett, was darunter tropft, nicht anbrennt und natürlich eine giftige Rauchentwicklung entsteht. Dann haben wir das Steuergerät mit diesen Heizspiralen, das Gitterrost und dann nochmal einen sogenannten Fettspritzschutz. Die Maße von dem Gerät, die stehen hier auch nochmal ganz kurz drauf, sind 41,5 cm mal 24 cm, also das ist hier so 41,5 cm und hier sind die 24 cm. Das Gerät hat 2300 Watt und wir sprechen von der Artikelnummer PG8115. 2 Jahre Garantie ist auch immer ganz wichtig. Standgrill drinnen und draußen nutzbar, dank speziell entwickelter Reflektorenschale und dadurch nahezu rauchfreiem Grillvorgang. Dieser Grill, also rauchfreier Grillvorgang ist auch wichtig, finde ich, gerade wenn man auf dem Balkon ist und in so einem Mietshaus auf dem Balkon grillen möchte, dann stört man also seinen Nachbarn nicht mit
den Rauch, mit der Rauchentwicklung, keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen dank Safe-Touch-Gehäuse. Die praktischen Griffe können auch während des Betriebes genutzt werden. E-Barbecue bedeutet Grillen ohne CO2-Emissionen, den Bezug von Ökostrom vorausgesetzt, schneller Grillstart von 0 auf 300 Grad in nur 10 Minuten. So, und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Dafür habe ich das Gerät erstmal wieder runtergestellt. Ich packe das jetzt also hier mal aus und dann werden wir uns die Einzelteile mal anschauen. Also wir haben erstmal so einen länglichen Karton hier. So, da haben wir also einen Rahmen. Das wird dieser Rahmen sein für den Ständer quasi, wo man das Gerät nachher auch aufsetzen kann. Das gehört also quasi zu dem Grillständer. Ist immer angeraten, auch so einen Ständer dabei zu kaufen, weil man den Tisch ja eh voll hat, wenn man Gäste hat und so weiter. Man kennt es ja, dann kommt dann Salat drauf und dann die ganzen Zubereitungen und Getränke. Und dann, wenn man dann noch so einen gefährlichen heißen Grill dabei setzt, ist auch nicht gerade ungefährlich. So, dann kommen wir eigentlich schon fast zum Gerät. Das hängt dann in so einem Ding hier zusammen schon, das Gerät. Das machen wir jetzt mal auf. Da sind also jetzt in dieser, quasi in diesem Styropor sind jetzt die ganzen Einzelteile mit untergebracht. So, das ist also dieses Gitterrost. Und dann haben wir die Reflektoren hier, beziehungsweise das sind diese Fettspritzer-Schutz, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Das setzen wir nachher gleich nur alles zusammen. Und dann kommen auch schon die Füße des Ständers zum Vorschein. So, da ist dieses Gerät, da sieht man es. Also auch die Schaltung. Man kann ja also quasi die Wärme regeln, stufenlos bis zum Anschlag 300 Grad. Und jetzt haben wir hier nochmal quasi das Bratfeld. Hier ist auf jeden Fall nochmal die Gebrauchsanweisung dabei und die Bauanleitung. Hier steht nochmal ein Schutzhinweis drauf. Steht dann auch, Schutz und Sicherheit ist uns wichtig. In allen Barbecue-Geräten wurde ein Schutzschalter verbaut. Nur wenn die Powerbox zu 100% korrekt eingesetzt ist, kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Also die Powerbox ist diese hier, das ist dieses Element hier mit dem Schalter. Die muss also dementsprechend richtig eingesetzt sein mit diesen Heizspiralen. Das müsste wahrscheinlich dann auch klicken, das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und erst wenn das richtig eingeklickt ist oder beziehungsweise eingebaut ist, kann man das Gerät betreiben. Nicht dann einer meint, ich habe das Ding jetzt mal ein bisschen komisch eingebaut und das Ding ist kaputt. Nein, dann liegt es also an den falschen Einbau. So sieht die Schale also aus. Das ist eine schöne Edelstahlschale, auch leicht zu reinigen. Ich würde also immer empfehlen, da also ein bisschen Wasserbar reinzutun hier, damit also das Fett, was da rein tropft, dann auch nicht gleich verbrennt und dann diese Gase oder giftigen Dämpfe hochkommen von diesem angebrannten Fett. Hier sind die Füße. Was wird natürlich an den Füßen auffällt, wenn ihr das hier so seht, alle gleich und also starr, also die sind nicht verstellbar. Es sollte auf jeden Fall immer ein Fuß verstellbar sein, um ja den Grill zu begradigen, wenn man auf unebenen Flächen im Garten, auf der Terrasse oder so weiter grillt. Also da müsste Severin auf jeden Fall nacharbeiten. So, zurück nochmal zu dem Warnhinweis, der anfangs ja schon da war und da hieß es ja in allen Barbecue-Geräten, wurde ein Schutzschalter verbaut. Also hier ist ein Schutzschalter drin. In dieser Powerbox, wie man hier die so beschreibt, nur wenn die korrekt eingesetzt ist, kann man das Gerät starten. Da müsste dann also irgendwo ein Schalter sein. Ich höre schon klicken. Weiß nicht, ob man es hier auf der anderen Kamera sehen kann. Wenn man die Powerbox reinschiebt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Also hier ist so ein kleiner Docht oder Dorn. Beim Einsatz der Powerbox geht er hier in diese runde Öffnung rein und löst dann quasi einen Kontakt aus, der dann sagt, die Powerbox hier ist richtig eingesetzt. Ne? Und dann kann man das Ding auch in Betrieb nehmen. Ich führe es gleich nochmal vor. Hört ihr? Erst wenn es klickt, der Dorn also drin bleibt und den Schalter runterdrückt, dann ist erst ein Stromkontakt zustande gekommen. Das ist also wie so ein Stromschalter. Jetzt setze ich die mal zusammen. Also da kommt ja erstmal die Schale. Dann setzen wir, hier haben wir den wieder einen Klick, so, und dann könnte man schon quasi anfangen zu grillen, wenn man, jetzt kommen diese Spritzschutze, da muss man die Schutzfolie abziehen, also den jetzt nicht mit diesem blauen, mit der blauen Folie montieren, Gottes Willen, bei Hitze würde das festbacken.
So, und wenn wir die blaue Folie jetzt komplett abhaben, dann haben wir hier zwei Ausrichtungen. Ihr seht das, ich halte die jetzt mal so in die Kamera. Ihr seht jetzt hier mal so, ihr seht jetzt hier so Pins. So, jetzt haben wir den Grill soweit fertig gebaut. Jetzt können wir das Untergestell jetzt eben zusammenbauen. Dann haben wir den Rahmen, den wir ja anfangs schon ausgepackt haben. Da sind diese Ecklöcher. Da setzen wir einfach die Beine rein mit dem Knick nach außen. Die haben ja so einen kleinen Knick hier, seht ihr? So, dann kann man eigentlich schon den Zwischenboden hier einsetzen. Das ist also diese Ablage. Da sind also die Löcher für vorgesehen hier. Also die Ablage würde ich auf jeden Fall noch reinsetzen. Das gibt den Beinen noch zusätzlich Stabilisation. Dann sehen wir hier auf der Ablage nochmal diese Löcher hier. Ja, und diese Löcher, die sind dafür da, dass das ganze Gerät hier letztendlich, weil die haben ja diese Aufsatzmoppen auch für den Tischbetrieb, dass die da reinkommen. Und damit rastet dieses ganze Gerät dann auf diesem Ständer ein. Dann kann es losgehen mit den Grillen, wenn man das Gerät dann jetzt richtig aufgesetzt hat. Kleines Fazit zu diesem Gerät. Es ist ein sehr einfaches, zu bedienendes Gerät mit mehreren Vorteilen. Erstmal schnell große Hitze. Zweitens, die Reinigung ist sehr simpel. Alle Einzelteile kann man zerlegen und auch in den Geschirrspüler reinigen. Wenig Rauchentwicklung. Im Großen und Ganzen stabil, sicher und reinigungs- und bedienungsfreundlich. Ich werde es jetzt ausprobieren und werde euch natürlich über Mankos, die jetzt quasi in der Betriebnahme entstehen, und da werde ich auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Wenn es kleine Dinge sind, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram nach. Da werde ich mal ab und zu auch immer posten, wenn ich irgendwelche Kleinigkeiten gefunden habe, die ja so nicht ganz okay sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal, um dran zu bleiben. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao, ciao.